Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Ganz einfach, in Tankstedt auf Gut Wulxfelde. Gemeinsam mit Grünen Spitzenkandidatin Monika Heinold inspizierte Bild den riesigen Biohof nördlich von Hamburg. Auf 472 Hektar leben hier im Schnitt 250 Rinder, 220 Mastschweine, 2350 Legehennen und 6 Schafe. Vor der Landtagswahl am 7. Mai in Schleswig-Holstein sprach Heinold mit Tierwirtin Ulrike Schreiber und Chef Rolf Winter über die Probleme und die Zukunft der ökologischen Landwirtschaft. Also ich fände es halt schon schön, wenn Bio in größeren Geschäften auch zu kaufen wäre. Ja. Und auch zu vernünftigen Preisen. Und zwar nicht nur für die Verbraucher, sondern auch für die Bauern. Weil natürlich immer, wenn Bio immer größer wird und immer spezieller und die Einheiten immer größer werden, dann werden auch die Preise immer schlechter. Ja. Und dann kommen die kleinen bäuerlichen Betriebe, die ich mir natürlich auch wünsche, können mir einfach nicht mehr hinterher. Genau, ich weiß, wie man da politisch irgendwas regeln kann und welche Maßnahmen ergreifen werden, aber das wäre für mich schon ein erstrebenswertes Ziel, dass man sagt, man will eine bäuerliche Landwirtschaft erhalten, ja, die eigentlich allen gefällt und die Bauern müssen davon leben, aber trotzdem kann es nicht sein, dass man die Produkte nur in irgendwelchen Nischen verkaufen kann. So. Nee, das ist richtig. Also sowohl, dass wir breiter den Konsum von Bioprodukten machen, das wollen wir ja auch, wir wollen ja, dass mehr biologisch angebaut wird, aber auch, dass es auf der einen Seite für die Verbraucher der bezahlbare Preis ist. Die Ökopolitikerin auf dem Ökohof. Zu einfach im Wahlkampf? Nein. Denn es gab auch kritische Fragen. Hauptthema? Geld. Das passt, denn Heinold ist auch Finanzministerin Schleswig-Holsteins. Es muss eben insgesamt so sein, dass Landwirte für die Produkte, die sie produzieren, auch faire Preise erhalten, die gleichzeitig aber für die Verbraucherin akzeptabel sind. Ein ganz großes Thema ist, dass wir zunehmend Importware im Bioanbau, im Biohandel verwenden. Und es wäre uns ein großes Anliegen, mehr deutsche Bioware zu haben. Ja, das passt gut, weil wir wollen die Flächen im ökologischen Landbau verdoppeln in der nächsten Legislaturperiode. Mehr ökologische Landwirtschaft. Wir wollen die europäischen Fördermittel umstricken, damit es noch mehr Anreize gibt für Bauern, für Landwirte auch umzuswitchen. Das ist dringend notwendig für unsere Böden, für unser Trinkwasser, das ökologisch gewirtschaftet wird. Warum ist Bio nicht nur was für Besserverdiener? Bio ist nicht nur was für Besserverdiener, weil es sehr darauf ankommt, wie man sich ernährt. Ich weiß zum Beispiel, beim Brot ist der Preisunterschied überhaupt nicht groß. Und wenn man natürlich ein besonders schönes Stück Fleisch haben will, kann man sich auch überlegen, ob man das vielleicht nur einmal in der Woche hat oder zweimal in der Woche. Dann ist Bio gar nicht so viel teurer. Noch kosten Bio-Lebensmittel aber vor allem für Geringverdiener zu viel. Geht es nach Heinold, soll sich das schnell ändern. Denn sonst gibt's von der politischen Konkurrenz vor allem eins: Geschrei.